die Aprikose, die alle nützlichen Bestandteile des Bodens, in dem sie sich befindet, sammelt, ist mit ihrem reichen Nährstoffgehalt eine vollständige Quelle der Heilung und wird in vielen Rezepten in der Küche verwendet. Diese Frucht, die unserem Körper unglaubliche Vorteile bietet, ist gut für viele Stoffwechselerkrankungen, wenn sie tagsüber anstelle von Produkten mit raffiniertem Zucker verzehrt wird. Was sind die Vorteile des Aprikosenkonsums? Wie viel und wann sollte es konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs von 2 Aprikosen pro Tag? Aprikosen sind auch eine gute Quelle für Kalium. Kalium ist wirksam bei der Arbeit der quergestreiften Muskulatur und bei der Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts des Körpers. Die darin enthaltenen Bestandteile verringern die mechanische Belastung der Arterien, entspannen die Blutgefäße und helfen, die Herzfrequenz zu regulieren. Außerdem sind ballaststoffreiche Lebensmittel extrem wichtig für das Verdauungssystem. Aprikosen enthalten sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe. Lösliche Ballaststoffe ziehen Wasser aus dem Körper in das Darmgewebe und ernähren nützliche Bakterien und ermöglichen deren Vermehrung. Unlösliche Ballaststoffe fördern den Stuhlgang und beugen Blähungen vor. Darüber hinaus wirkt sich Aprikose direkt auf die Linderung aller Magenprobleme wie Gastritis, Sodbrennen, Magenkrämpfe und Bauchschmerzen aus. Da es Verbindungen enthält, die die Magensäure ausgleichen, entspannt es die Magenwand. Wenn es in der richtigen Menge und zum richtigen Zeitpunkt eingenommen wird. Aprikose für gesündere Gehirnfunktionen. Dank des in dieser Frucht enthaltenen Magnesiums reduziert es effektiv das Stressniveau. Es hat eine entspannende Wirkung auf das gesamte Gehirn- und Nervensystem. Dank des enthaltenen Tryptophans ist es wirksam bei der Erhöhung von Hormonen wie Epinephrin und Serotonin. Das Hinzufügen von Aprikosen zu ihrer Ernährung hilft auch bei der Entwicklung von Darmbakterien, die gesunde Fette produzieren. Es enthält Ballaststoffe, die nicht im Darm fermentiert werden. Diese Ballaststoffe verlängern das Sättigungsgefühl, Eisen, Vitamin C, Kalium und Folsäure erleichtern die Verwertung der Fettzellen im Körper Energiestoffwechsel. Andererseits hilft der hohe Gehalt an stärkenden und schützenden Antioxidantien dem Körper, bakterielle und virale Erkrankungen zu bekämpfen, indem das Immunsystem aktiviert wird. Das enthaltene Vitamin C und der enthaltene Wassergehalt beugen auch wirksam dem Wasserverlust bei hohem Fieber vor. Aprikosen sind eine gute Eisenquelle und reduzieren das Risiko einer Anämie, indem sie die Menge an Hämoglobin im Blut erhöhen. Gibt es also irgendeinen Schaden in einem so nützlichen Lebensmittel? Wie viel und wann sollte es konsumiert werden? Zunächst einmal, obwohl Aprikosen gesund sind, sind sie im Grunde eine Frucht und enthalten eine gewisse Menge Zucker. Besonders Diabetiker sollten beim Verzehr von Aprikosen die Menge richtig einstellen. Andererseits kann Aprikose, die beim Verzehr anstelle von Produkten mit raffiniertem Zucker die Gewichtskontrolle erleichtert, bei übermäßigem und unkontrolliertem Verzehr zu einer Gewichtszunahme führen. Obwohl Aprikose, die einen hohen Anteil an Polysacchariden und Fruchtfleisch enthält, positive Aktivitäten für das Verdauungssystem hat, kann es, wenn zu viel in kurzer Zeit verzehrt wird, die Darmtätigkeit erhöhen und ein unangenehmes Gefühl hervorrufen. Also, wie viel Aprikose sollte an einem Tag verzehrt werden? Wird Aprikosenverzehr anstelle von Produkten mit raffiniertem Zucker konsumiert, insbesondere bei Prozessen mit niedrigem Blutzucker, wird Ihr Gesundheitszustand langfristig steigen. Es ist ideal, 4 bis 5 Portionen Aprikosen pro Tag zu verzehren. Angesichts dieser Informationen können Sie Aprikosen zu Ihrer Ernährung hinzufügen und von Ihren langfristigen
langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleibt gesund, sei informiert.